So, es ist wieder soweit. Yo, Zündeltour. Lang, lang ist her. Ja. Heute am 8. März. Wir haben viele, viele, viele schöne Sachen. Ich kipp mal hier meinen KitKat-Karton aus. Oh, hier geil, oder? Oh, ganz, ganz schöne Sachen dabei. Richtig fett. Ganz viele Sachen auch von Pyronit. Besten Dank nochmal an dich. Und auch ein paar Sachen von Lutje Pyro, unserem holländischen Pyro-Kollegen. Oh. Jawohl. Oh, das riecht so geil. Wir wollen gar nicht lange reden, es geht so los. Oh, wow. Das war übrigens Klasse 1, das ist in Holland Klasse 1. Mhm. Thunder Shock Bulk, gleich mal was Lautes hinterher. Besten Dank an Brutje Pyro, ne? An meinen holländischen oder unseren holländischen Pyro-Freund. Ja, top. Teufel. Das sind die laut. Was natürlich niemals fehlen darf, ist ein Big Whooper. Ja. Die sind gut. Die sind richtig fett. Bies, ein kleiner Vogel. Wie hat Skipper vorhin noch gesagt, volle Gönnung. Hey, ui, der ist aber rasant. Ja. Top. E-Böller von Weco. Ui. Alter Schwede. Gar nicht so schlecht. Nee. Ein bisschen Klasse 1. Oh, was ein Idee. Ich bin mal Zeit, dass hier mal wieder Dreck gemacht wird. Das ist alles weg hier. Ja, schlimm, ne? Ich kenne unsere eigene Stelle nicht mehr wieder hier. Als nächstes Knetterking. Aus Holland, von Die Holländer, auch Klasse 1, wohlgemerkt. Ui. Das wäre in Deutschland mit Sicherheit Klasse 2. Absolut, ist egal. Thunder Kong Max. Ui. Aua. Direkt neben meinem Ohr. Das war zu Junge! Alter, wie laut! Funke Geysir Kaliber 4, Kaliber A in Rot. Was ist das? Pyrocracker. Sollte eigentlich losgehen, aber. Okay, wollte nicht so ganz. Funke Geysir Kaliber A in Rot. Premiere für mich. Premiere, ja, ja, auch für mich. Auch ja. Für mich. Noch nie gezündet. Boah, das Satan ist ja hell. Leider umgekippt, aber trotzdem. Alter Schwede, ist das Ding hell. Wahnsinn. Oh, alter Schwede, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Nee. Scheiße. Geil. Wie geil sind die denn? Dann mache ich doch gleich den, wo habe ich denn hier? Funke Geysir Grün. Satan. Ah. Huch. Funke Geysir in Grün. Auch umgekippt. Alter. Aber diesmal gehe ich ein bisschen weiter zurück. Besser ist. Alter, was eine Crackling-Wolke, voll geil. Wahnsinn. Hier habe ich noch ein paar schöne alte Bopi-Pyro-Cracker. Geil.
gucken, ob die noch wollen. Musst du ein bisschen reinpusten? Irgendwie schon. So. Oh, so ein Flurkacker. Oh, geht. Geht, geht. So, mal sehen, was wir mit dem Bombenrohr aushalten hier. Ich habe noch so einen schönen Crackling Bird von Xplode. Hui! Schön! Mega! Hammergeil! Riechst du das? Mhm. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch Schönes? Oh, Mücken! Nee. Noch ein Knetterking. Mal einen Haufen legen gleich da irgendwie. Flashbang von Weco aus dem Lidl. Guck mal, ob ich sie beide auf einmal ankrieg. Jo! Geil! Nur geil! Leslie Creepers! Tja, Frau Rogalla. Wen ist den denn? Ist, das ist ein B von Trella. Ricardi. Ich habe eine Hand zu wenig. So, Leslie Creepers. Was haben wir noch? Chinese Bangers von VEE Fuhrwerk. Auf jeden Fall auch aus Holland. Mhm. Huch, das war ein B. Das war dein B-Böller. So sehen die guten Dinger aus. Aha. Auch schon hinten mit Tonerde zugemacht. Vorne aha, noch zugekrempelt. So eine Zwischengröße zwischen A und Pyrocracker. Aber mal gucken, was die so bringen. Sehr, sehr heller Knall. Was hast du da jetzt? Pyrocracker und ein B. Was aber nicht von wem. Oh, schnipseln aber gut. Ja. Ja. Bums. War nicht schlecht. Haben wir noch? Oh, ich habe hier noch so eine kleine, huch, kleinen Fontan. Mhm. Kleinen Vulkan. Smooth Spark. Auch Klasse 1. Ricardi. Das ist übel dafür, dass es Klasse 1 ist. Oh, hier, guck mal, ein Ring, ein Rauchring. Hohohoi. Guck mal da. Dann machen wir noch einen schönen Knetterking. Oh, was habe ich das vermisst? Dann haben wir hier Leslie De Böller mit Schimmel. Mit Schimmel? Mit Schimmel. Nee. Ja, guck mal da rein. Ja. Es geht. Naja. Machen wir gleich noch einen hinterher. Ganz so schön war. Ja. Und was haben wir noch so Schönes? Magst du mal Feuer geben? Big Whooper. Ui. Yes. Teufel. Ich geh tierisch ab.
Knallnacho. Knallnacho. Ist das jetzt ein F2 oder BKS? Ich weiß es nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Von wem hast du denn? Von Jasmines Mom. Okay. Laufe lieber ein bisschen weiter weg. Gar nichts von beiden. Er knallt nämlich nicht. Doch, er knallt auch noch. Ah, Schwarzpulver. Man weiß es ja nicht. So, Kanonenschläge. Oh, hier, Kubis. Kanonenschläge, Heule, Mann. So. Nein. Ja, stimmt. Moskitos. Leslie D. Kubi. Zyklon. Oh, was ein dumpfer Knall, ey. Kubi ist Alter, was ist mit denen denn passiert? Wieso? Achso, die sind so vom Harz. Das ist aber für welche? Weko? Ja, Weko. Okay. Wo ich gesagt habe, 45 Gramm. Weißt du noch? Ja, stimmt. Ja, 45 Gramm, das wäre es auch. Alter, der war laut. In der Pfütze. Ja. So, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt mal als Abschluss. Hau doch mal eben hier die Moskitos weg. Ja, okay. Zurück zu mir! Die hat Jörg noch gar nicht, ne? Ne, die hat noch nicht drin. Sieht das hier schon wieder geil aus. Jo. So muss das sein. So, dann mach mal an, die kleinen Biester hier. Ja. Ich versuche doch gar nicht hinterher zu filmen, schaffe ich eh nicht. Ich kann ja schon mal ein bisschen Werbung machen. Ich hoffe, es dauert nicht mehr ganz so lange. Freut euch schon mal auf unser 400 Abonnenten-Special. Ja. Das wird richtig geil. Ja, dann lassen wir uns was Schönes einfallen. Da lassen wir uns richtig was Schönes einfallen. Das wird auch nicht wenig werden, was wir da in die Luft jagen. Nee. Ich weiß nicht, ich glaube 10, 11 oder 12 Abonnenten fehlen uns noch. Ja. Seid gespannt, wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Da wird auf jeden Fall nicht nur Kleinkram gezündet. In diesem Sinne... Haut rein, macht's gut, okay. Bis denn, tschüss!